Brewing. Genau. Aus Lübeck. 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 Ja. Seit April 22 Lübeck. Vorher war es Tippendorfer Strand. Ja, überwiegend. Wir waren vor April 22 sozusagen waren wir in der Aufbauphase unserer eigenen Brauerei. Und ja, davor waren wir Vertragsbrauer bei Klübers in Ostholstein, Neustadt und bei Frau Gruber, die auch heute hier sind. Ne? Also ich war vor 4-5 Wochen war ich in Lübeck gewesen bei euch. Ja. Ihr habt, also kann ich empfehlen. Fahrt nach Lübeck, total geiler Brewpub. Ja. Ihr sitzt in der Brauerei, ihr trinkt die geilsten Hopfenbomben und das kann man sagen. Sudden Death ist bekannt für die Hopfenbomben, ja. Für mit in Deutschland die geilsten IPAs. Jo, da habe ich mal eine Frage. Ja. Wo sind die ganzen IPAs? Ja, weil hier am Hahn sitze ich nicht. Wir haben was ist los? Also wir haben ein IPA am Hahn, ist allerdings ein Secret IPA. Also Früchte mit dabei. Genau, ist Aprikosenpüree mit drin. Wir haben halt, seitdem wir die Brauerei aufgebaut haben, wollten wir natürlich auch mal experimentieren, haben natürlich auch mal geguckt, ob wir mal was anderes machen können und wollten auch vor allem was anderes machen. Pastry Sours, Pastry Imperial, Stouts und so weiter und so fort. Und deswegen haben wir jetzt das ein oder andere Mal experimentiert, haben unter anderem ein Pastry Pumpkin Ale gebraut, zusammen mit Härte. Wir haben English Bitter gemacht, wir haben Brown Ale gemacht, also wir haben heute auch mal was anderes gemacht als nur IPA. Aber gute News, wir sind jetzt durch mit dem Experimentieren und wollen jetzt die nächsten Monate, neuen Jahr auch wieder zurück zu den unseren bekannten IPAs. Eine Frage für mich. Für heute und für morgen kommen dann noch so Hopfenbomben an den Hahn? Nein, tatsächlich nicht. Wir haben halt immer noch unser Oktoberfestbier dran. Das ist gut. Das werden wir auch drin lassen, weil es ist halt besonders, hat halt 100 Kilogramm Brezel drin. Ist ja nicht ein normales Märzen. 100 Kilogramm Brezel auf 2 Liter Maische. Nee, so, also man schmeckt es auf jeden Fall nicht raus, das kann man dazu sagen, aber man hat das Salzige von der Brezel, das ist auf jeden Fall ein wenig drin enthalten. Hintergrund ist, kann ich hier sagen, wir sind die Hopfenjünger, Unterlinie ist Lagerjünger, also wir wissen ein gutes untergäriges Bier zu schätzen und insofern habe ich das Hopptoberfest, auch mein Kollege Figo, er sei gegrüßt in Hamburg, hat dieses Bier schon getrunken und für gut befunden. Sehr schön. Das wissen wir sehr zu schätzen. Aber dass ihr jetzt von euren Hopfenbomben gar nichts dabei habt. Nee, diesmal nicht. Aber wie gesagt, das wird zurückkommen. Die werden wieder dabei sein. Dieses Jahr nicht. Wir haben halt auch immer noch Oktober. Deswegen nächstes Jahr und auch Ende dieses Jahres. Also zum Beispiel werden sehr bekannte Biere von uns wieder aufgelegt werden im November und im Dezember. Unsere Weihnachts-Double IPAs. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber die meisten kennen sie sehr gut. Sind angelehnt an sehr gute Weihnachtsfilme. Und ja, damit werden wir auf jeden Fall wieder durchstarten. Die werden wieder kommen. Was haben wir jetzt hier im Glas? Kannst du dazu was sagen? Ja, wir haben Englisch extra Special Bitter im Glas. Sehr süffig. 5,9 Umdrehungen, gar nicht mal so bitter, geht einigermaßen und ja. Ich würde jetzt vom ersten Eindruck sagen, wenn du schon mal in England ein irisches Bier getrunken hast, viel zu viel Kohlensäure. Das stimmt, aber man darf nicht vergessen, wir sind immer noch in Deutschland und die Deutschen sind das einzige Völkchen, die Apfelschorle trinken. Daher, der Deutsche liebt seine Kohlensäure, deswegen wollten wir sie nicht ganz rauslassen. Ja, und ein Pumpkin Ale habt ihr. Ja, es ist ein Spiced Pumpkin Ale. Wir haben drin natürlich Kürbispüree. Wir haben Zimt drin, wir haben Piment drin, wir haben Allspice drin, wir haben Muskatnuss drin. Ist angelehnt an sozusagen den Kürbislatte von Starbucks. Ist unter anderem auch Kaffeebohne mit drin. Sehr dickflüssig, also sehr speziell. Eins unserer Experimente. Ich finde es klasse für ein schönes Herbstbier, Gewürz. Klasse. Also für euch ist es blöd, aber ich werde das als nächstes trinken. Ja. vielleicht als Info, wer in Lübeck ist, absolute Empfehlung, lauft bei Sudden Death vorbei. Ja.
Also wir sind selber immer noch geflasht von dem, was wir da aufgebaut haben. Es war harte Arbeit, Blut und Schweiß, aber es hat sich definitiv gelohnt. Das ist wirklich so, das muss ich sagen, das ist wirklich so wie in Amerika, wie die Amerikaner Brauereien darstellen. In der Brauerei, quasi du sitzt, wenn du in die Kneipe oder in den Taproom, ja, wie man das auch nennen willst, du kriegst geiles Essen, geile Pizzas. Ne? Ja. Ja, geile wir Pizza. Wir haben nur Pizza auf der Karte. Natürlich auch Finger. Aber leckere Pizzas. Ja. Und du sitzt quasi in Gegenwart der Braukessel. Ja. Und so du kann hast. Man das sagen. Wie viele Biere gibt es am Hahn bei 19, euch? Wir haben 19 Zapfen. 19 Biere. Also in Lübeck. Auch gar nicht so weit von der Innenstadt weg. Einfach nur jenseits. Vom Bahnhof von der Innenstadt 20 Minuten zu Fuß. Jenseits der Nordrabe, kann man das so sagen. Ja. Das kann man so sagen. Sozusagen die dritte Halbinsel. Ja. Da findet man uns. Und man hat auch einen schönen Blick oben vom Rooftop, vom Container sozusagen, vom Taproom auf die Brauanlage. Da oben kann man auch sitzen. Weiß nicht, ob das an dem Tag vielleicht nicht geöffnet war. Wir haben es halt nicht immer geöffnet, je nachdem, wie viele Besucher, Kunden, Gäste wir halt haben. Aber auch da oben sehr schön zu sitzen. Und man hat alles wunderbar im Blick. Und wenn das Ganze dann voll beleuchtet ist, dann wird man schon das ein oder andere Mal sehr romantisch. Also, wenn ihr euren plötzlichen Tod erleben wollt, auf eine sehr hoffige Art und Weise, kommt in Lübeck vorbei und fragt nach Steven, Olli, Ricky und unsere Brauer Nathan Rowald. Also, wir sind immer für euch da, das Team sowieso. Unser Service wird euch hoffentlich jeden Wunsch von den Lippen ablesen. Und in dem Sinne, cheers. Cheers.